Willkommen zurück über die neue Runde vom LS22 auf dem Friesischen Marsch. Vierfach am Maishäckseln. Das wird uns jetzt noch ein bisschen begleiten. Das sind die letzten schönen Aufgaben für den August. So, also Stefan ist auf der neuesten Version. 4.3.2. Vielleicht Enhanced Animal System drauf, also irgendwas, was denn die Ziegen, was vielleicht noch Ziegen macht, also ne, Ziegen mit sich bringt. Die Tiere müssen natürlich gesund sein irgendwie, ne? Dauert ja erstmal immer ein paar Stunden, bevor die wirklich gesund sind. Ja, tatsächlich, auf Trump ist geschossen worden, irgendein Attentat. Ich habe heute Morgen noch keine Schlagzeilen gelesen, im Radio habe ich das auch noch nicht gehört, also. War noch sehr unwissend heute, aber tatsächlich habe ich jetzt gerade eben kurz die Schlagzeile gelesen. Es ist wohl ein Attentat auf Trump verübt worden, aber ich glaube, der hat nicht getroffen, ne? Also nicht richtig. Nicht getroffen, dass es tödlich ist, sagen wir so. Aber ja, kranke Leute. Kranke Leute überall. So. Gut. Aber wollen wir jetzt nicht zum großen Thema machen heute. Also muss ja irgendwie wieder ein Mod-Konflikt vorherrschen oder irgendwas, ne? Also, weiß ich nicht. Du siehst aber die Tiere. Was ja sonst auch immer mal ein Problem war, dass einige die Tiere nicht gesehen haben, dass optisch nichts dargestellt worden ist. Dann waren andere Mods schuld. Und es gibt halt immer irgendwelche Mod-Konflikte. Hier hab ich natürlich keinen Einfluss. Streifschuss im Nacken. Ja, Tätertod. Ja, genau, das habe ich auch. Das waren die Schlagzeilen, die ich gerade eben schnell mal über die Überschrift, die ich jetzt zwischen den Folgen gerade gelesen habe. Ja, halte ich nichts von. Auch wenn man Trump nicht mag, ist natürlich die Art und Weise nicht ansatzweise tolerierbar, ne? Ja, also ich kann es dir nicht sagen. Also es ist natürlich, wie gesagt, es gibt immer mal Mod-Konflikte, wo man nicht hundertprozentig weiß, wie hängt das miteinander zusammen. Ich glaube, wer war denn das letztens, gestern oder vorgestern im Stream? Da war doch auch jemand anderes, der hatte Probleme und er sagt, was Mike oder so. Und da sagte er, ja, dann hilft auch, oder habe ich gesagt, hilft auch nur da rausfinden, ne? Also. Im Ganzen, da war es, genau, bei ihm war das Production Info, nee, dieses Info Extension, ne? Info Extension. Ich glaube, er hatte rausgefunden, das war Info Extension. Der da die Fehler verursacht hatte, weil er, meine ich, den Info-Extension noch in der alten Version hatte. Da nicht geupdatet hatte. Und das war dann das Problem. Wenn man da das aktuellste Update drauf hat, dann ging das halt auch alles ohne Probleme. Das klappt doch aber gut hier. Vielleicht sollten wir in den Windmühlen, vielleicht sollte ich da diese Fahrstuhlfunktion mal einbauen, dass man oben auf die Windmühle raufkommt. Das wäre ganz praktisch eigentlich. Muss man mal gucken, wie das funktioniert. Das ist ja einfach nur irgendwie hochbeamen.
Und da ist ja eine Plattform, die hochfährt, man kommt ja nicht in die Windmühle rein. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Dann bräuchte man irgendwie ein neues Modell, was man, wo man eine Tür aufmachen kann und dann irgendwie drin ist und dann hoch kann, aber... So, genau, Günther hatte ich noch nicht geantwortet. Muss doch kurz noch überlegen. Also ich, also AMD, nee, ich bin seit mindestens, weiß ich nicht, 10 Jahren, glaube ich, Intel geschädigt. Und da scheiden sich ja sowieso die Geister, klar, ne? Tun sich beide nicht so viel, der eine hier, der andere da. Also ich werde bei Intel bleiben, wenn die Frage abschließt. Ja. Ziegen geben keine Wolle, die geben nur Milch, das ist richtig. Und Enten müssen mindestens 6 Monate sein, um Down zu geben. Die Enten sind 8 Monate alt. Und sind im Feedlot oder ein normaler Entenstall? Ach, aber kann das aber sein, dass du den, hast du den Hühnerstall und nicht den Entenstall? Genau, schreibt Rolf auch gerade mal. Und die Enten sind sicher im Entenstall und nicht im Hühnerstall? Also Intel, ich denke, wie gesagt, ich würde einen i9 14900 versuchen mir zu gönnen. Also zu gönnen ist immer relativ, ne? Das ist natürlich schon eine ganze Menge Geld, weiß ich. Ihr supportet ja auch, ihr seid, ne, oben da, liebe Leute. Vielen, vielen Dank schon für alles, was ihr zusätzlich im Pott reingeworfen habt in den letzten 2 Wochen so ungefähr. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Gut, hat wahrscheinlich auch klar den Sondereffekt gehabt, dass es nochmal ein großes Update auf der Karte gab. Was natürlich, ja, weiß ich selber, natürlich auch dazu beiträgt, denn dass da sozusagen einige Leute doch ein bisschen mehr Bock haben, noch ein bisschen mehr zu geben. Das ist ja immer wie so häufig, von nichts kommt nichts. Aber ich denke, das neue große Update ist auch wirklich nochmal ein bisschen was wert und wird locker den Spielspaß bis zum LS25 hochhalten. Es wird dann jetzt nochmal ein paar kleine Optimierungen geben. Aber ja, wie gesagt, überwiegend werde ich die Zeit jetzt schon so ein bisschen in Vorbereitung, Änderungen, Planung, Überlegungen für einen 25er End of March machen, weil wenn man dann erst damit anfängt, dauert es ewig, bevor man eine neue Version fertig hat, ne? Und es gibt schon noch hier ein paar schöne, hier ein bisschen was kann man schöner gestalten, hier und da kann man was schöner gestalten, neu aufteilen, vielleicht noch irgendwie ein paar Felder nochmal anders aufteilen, Straßenverläufe hier oder da vielleicht nochmal eine kleine Änderung vornehmen, also es gibt noch mehrere Geschichten, die man machen kann. Und sowas kann man sich vorher schon grundlegend überlegen, bevor man dann erst mit diesen ganzen Überlegungen im 25er startet, sofern man 25 modden kann, ne? Weil dann will ich das Konzept eigentlich schon theoretisch fertig haben auf dem Papier sozusagen oder auch im, ne, im Giants Editor schon die ersten Sachen, die man machen kann. So wie eben auch diese alten Texturen rausschmeißen und gucken, dass ich das auf neue Texturen bringe, ein paar Häuser umtexturieren, anders texturieren, auch wenn es vielleicht das gleiche Grundmodell ist durch anderes Verblendermauerwerk oder andere Dachfarben und so weiter, da ein bisschen Abwechslung reinzubringen, weil es müssen viele, viele alte LS19 Häuser rausfliegen, weil die einfach texturtechnisch nicht dem Texturprinzip entsprechen. Also alles, was praktisch aus dem 22er ist, wird auch im 25er laufen. Aber solche Häuser zum Beispiel, die werden alle praktisch in einem neuen Textursystem, wenn man die alte rausnimmt, sind sie alle, es ist einfach nur schwarz. Und sämtliche solche Häuser müssen ausgetauscht werden. In so einem Zuge werde ich halt gucken, wie passt es, was für ein Haus setze ich auf so ein Grundstück. Lege ich vielleicht auch Grundstücke zwischendurch mal zusammen, mache das eine oder andere weniger, dafür ein bisschen mehr Gartengestaltung. Weil es sind ja relativ viele Häuser. Und ja, wie gesagt, die müssen alle raus, dafür muss immer ein anderes rein. Ich glaube, die auch... Die nicht, das sind 22er Häuser. Und bei sowas will ich halt nochmal gucken, dass ich da nochmal andere Texturen drauf kriege, damit die ein bisschen anders aussehen. Aber so texturieren, dass da kannst du schnell einen Nachmittag verballern. Und dann hast du eine neue, gute, brauchbare, vielleicht nicht perfekte. Perfekt bin ich auch nicht. Habe ja auch gar nicht den Anspruch, dass alles perfekt ist. Aber dass man dann vielleicht so, ne, noch eine brauchbare andere Textur hat und vielleicht nicht weißes Verblenderwerk, sondern heute zwar modern ist ja auch so ein leichtes Grauton und. Ne? Und so ein bisschen umtexturieren und ein paar Varianten davon zu machen, dann ist das Modell an sich zwar nachher wieder gleich, aber durch andere Farbgebung sieht es ein bisschen anders aus. Und das sind alle Sachen, die kann man vorher machen. Bevor man in den LS25 tatsächlich modden kann, kann man solche Sachen alle schon machen. Und das will ich eben auch gerne schon vorher machen. Deswegen wird es
nicht ganz so viel Neues in den nächsten Wochen vom 22er mehr geben können. Die 25er soll natürlich auf dem, wird ganz normal auf dem Prinzip vom 25er dann aufbauen, ja. So, also Grafikkarte, ja, eine 4080 wahrscheinlich. Ob das jetzt eine Asus ist oder eine MSI, weiß ich nicht. Was habt ihr denn für welche Hersteller? Also ich hatte ja mal Probleme bei meiner Mining Rig damals mit dieser Gigabyte. Also von Gigabyte würde ich keine. Wenn ich da einmal schlechte Erfahrungen gemacht habe, möchte ich eigentlich von Gigabyte nicht nochmal eine Grafikkarte kaufen. Und ob es jetzt eine Asus, MSI oder wie auch immer, das ist ziemlich egal, ne? Ich weiß nicht, habt ihr auch, was gibt es sonst noch? Pain? Nee, wie heißt das? Zotac gibt es noch? Guten Morgen. MSI Gaming X Trio. Ja, zum Beispiel. Also MSI bin ich gut gefahren. In Shellys Rechner ist die MSI. Bei mir jetzt habe ich Asus. Die ist auch nicht schlecht. Die läuft auch. Also läuft gut. Das tut sich nicht so viel, ne? Der Günther ist immer schon bei Gigabyte. Ja, wie gesagt, ich hatte einmal ganz, ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Ne? Wahrscheinlich so ein Montagsmodell erwischt. Das hat gesapscht, geölt. 3080 war das. Muss mal lesen. 3080 Gigabyte Öl. Gibt es bei Google etliche Einträge. Die hatten, glaube ich, eine ganze schlechte Serie. Und leider hatte ich davon wahrscheinlich einen erwischt damals und hatte ja auch nicht so die Ahnung. Und ja, nachdem du das Modell dann irgendwann mal aufgemacht hast und gereinigt hast und so weiter und so fort, dann hast du ja auch keine Garantie mehr. Dementsprechend habe ich es trotzdem wieder zusammengebaut. Habe auch alles hier, die ganzen, habe die Grafikkarte aufgemacht und die ganzen Kühlpads ausgetauscht gegen andere Kühlpads. Dann lief sie nachher auch stabiler, ne? Aber die ist nie auf ihre eigentlich 100% Leistung gekommen, sondern hing immer so bei dann 80 bis 90, aber vorher ist sie gestrottelt. Das heißt, der läuft eine Zeit lang auf Last und bricht dann wieder ab auf 60-50% und nur weil er dann zu warm wird, weil einfach ja, die Fertigung da in dem Bereich irgendwie schlecht war. So, warte mal, wo sind wir denn hier? Wo bleiben denn unsere Abwaras? Gerade so ein Abfrag für Elbersfeld. Nvidia? Ja klar, Nvidia. Nvidia ist es ja aber auch. Nvidia hat aber ja MSI zum Beispiel. Oder habt ihr die Grund-Nvidia? Es gibt ja auch tatsächlich die Grund, ohne dass da MSI mit bei ist. Ohne dass da, wie gesagt, Gigabyte dabei ist. Oder Asus oder Zotac. Ich glaube, da gibt es so 4, 5 unterschiedliche, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Es gibt das Grafikkarten-Hauptmodell. Und dann kommen die Firmen halt, die wir gerade genannt haben, und machen es halt besser. Mit besserer Lüftung, mit besserer Optik, mit was auch immer. Kaffeeprost. Ne. Danke für den Follow nochmal. Vielen Dank, Moin. Die Original 3080 Ti. Ja, die ist ja auch. Hat ja auch noch genug Power. So, da ist jetzt mal wieder ein Abfahrer. Den würde ich dir jetzt gleich übernehmen, sobald er aus der Frucht raus ist. Ja, aber das ist das eine, ne? Ein Top-Prozessor, eine gute Grafikkarte, eine 4090. Ja, nice to have vielleicht, aber brauche ich nicht. Wird auch, glaube ich, keine 4080 Ti oder irgendwie sowas, wenn es das gibt. Brauche ich auch nicht. Das ist alles absolut overpowered für LS sowieso. Und für die anderen Spiele, die ich denn spiele, die sind ja sowieso immer anteilsmäßig deutlich geringer. Und ja, ist immer alles besser als die 3080, die ich aktuell drin habe. Was aber natürlich genauso wichtig ist, ist ein Top-Mainboard. Weil, ja, ne, von denken immer so einige, ja, Mainboard, wichtig hört sich Grafikkarte an und Prozessor. Aber das Mainboard ist das, wo alles drinsteckt. Ne? Also da sollte man lieber tatsächlich immer noch ein bisschen mehr draufschlagen, als man meint. Weil, ja, das ist praktisch die Komponente, die das Zusammenspiel von allen Sachen ermöglicht. Das mir bringt nichts, wenn man auf der einen Seite eine High-End-Grafikkarte hat, aber ein schlechtes und super tollen Prozessor, aber das Mainboard, was das billigste ist, so nach dem Motto, ne? Davon würde ich pauschal lieber abraten, sondern würde da auf jeden Fall auch zu den besseren Modellen greifen, weil die natürlich mehr Arbeitsspeicher unterstützen können, die können höhere Taktraten unterstützen und das ist halt generell ist einfach besser. 4070 Ti ist ja auch, ist auf jeden Fall auch gut.
Ich habe noch nicht verglichen tatsächlich. Ich bin also beim Prozessor bin ich mir ziemlich sicher, dass ich jetzt den 4090K möchte. Aber bei Grafikkarte, wie gesagt, ist natürlich manchmal auch so ein Angebotsding. Oder dann auch, welcher Anbieter bietet was an. Nicht jeder Anbieter hat halt immer jedes Grafikkartenmodell auch im Angebot mit drin. Also in dem Produktportfolio. Ja, von daher, ich weiß es noch nicht genau so hundertprozentig, aber so die Richtung ungefähr, ne? Da muss man viel vergleichen, viel gucken. Und dann ja sowieso in der Hoffnung, dass irgendwo ein bisschen. Oh. Manchmal gibt es auch noch spezielle Angebote. Es gibt so ein. Ja, wir sind so angeschlossen als Unternehmen an so ein, ich sag mal, Mitarbeiterkaufprogramm, was es da gibt. Da gibt es auch manchmal noch spezielle Angebote. Und wenn man dann irgendwo irgendwie mal 30% Nachlass kriegt auf irgendwelche Komponenten, dann ist es natürlich auch nicht ganz egal. Ne? Dann kann man schon überlegen, ob man da vielleicht das so kauft, ohne meinetwegen den Grafikkarte oder ohne Prozessor und den dann extra kauft. Und ich weiß noch nicht, dass es ein Computer kaufen ist, immer schon so eine Wissenschaft für sich. Ne? Gehst du nicht in der Regel zum Mediamarkt hin und sagst so, hier, ich habe 2000 Euro, gib mir bitte Computer. Kann man machen, aber also dann verschenkt man aber auch eine ganze Menge Potenzial, glaube ich. Ist der Hexer eigentlich auf so eine langsame Grundgeschwindigkeit eingestellt? Nö. Naja, 4080 ist teuer, ja. Aber es war die 3080 damals auch. Das glaube ich, preislich tut sich das fast nichts zur 3080 von damals. Aber was wäre eine Alternative zur 4080? Genau, die 4070. Die brauchst du dann aber wahrscheinlich schon wieder in der TI-Version. Und dann glaube ich, weiß ich nicht, ob sich da denn überhaupt noch so viel tut. Wie gesagt, da bin ich noch nicht so komplett durchgestiegen. Oh, moin. Dann brauche ich natürlich Top-Kühlung. Immer, auch da würde ich immer, wenn man so im Konfigurationsmenü drin ist, würde ich immer noch gucken, was ist noch teurer. Also weil es wahrscheinlich besser ist. Ich brauche bessere Kühlung. Bessere Kühlung heißt ja, ist besser für die Performance. Ist normalerweise langlebiger, wenn die Komponenten nicht viel zu heiß werden. Und auch hier, ne, der Computer wird dann halt auch nicht unbedingt so extrem laut, wenn er sich wirklich, wenn er mal warm wird, ne. So, jetzt können wir, ich glaube, jetzt fahre ich nach vorne zum Start. Da könnten wir jetzt mal kurz den Helfer einschalten. Mit dem fahren wir jetzt einmal schnell zum Startpunkt hin. Da müsst ihr mir unauffällig folgen. Eine 4070 Ti, was hat die 4070 im Vergleich zu einer 4080? Weil ich gucke dann eigentlich immer diese Benchmark-Tests von unterschiedlichen Vergleichsportalen, die dann Grafikkarten gegenüberstellen und wo man gucken kann, okay, was hat die mehr, was kann die vielleicht mehr, was kann die mehr? Oder ist es nachher tatsächlich einfach Preis-Leistung, wo man sagt, ja komm, die 4070 Ti tut's auch und dann lieber die 300 Euro, die dann da frei geworden sind, für die beste Festplatte, die es gibt, nach dem Motto zu nutzen oder was auch immer. Oder halt, ne, wie gesagt, das beste Mainboard oder keine Ahnung. So, dann sind wir jetzt hier vorne. Guten Morgen. Ja, die 4080 Super für 1040. Die Super, glaube ich, ist einfach der Nachfolger von der 4080. Tut aber auch nicht so viel Unterschied, wenn ich das richtig gelesen habe, ne?
Überlegen, ob wir jetzt die Nacht wegspulen sollten. Da muss man überlegen. Ja, in Mark kannst du ja nicht mehr überlegen. Guck mal, also meine 3080 hat 1300 Euro gekostet vor 3 Jahren. Ne, das war gerade so in diesem Mining-Boom drinne. Da waren Grafikkarten extremst teuer und da hat die 3080 schon 1300 oder so gekostet. Also es sind 2600 Mark. Und wenn du überlegst, der neue Computer bei mir wird so oder so, wird er ja 3, 3,5, keine Ahnung was kosten. Da kannst du auch ein Auto für kaufen. Ein neues ist klar, aber ein halbwegs brauchbares gebrauchtes Auto würdest du zu dem Kurs, glaube ich, auch kaufen können. Aber es ist für mich ein Arbeitswerkzeug, kann man auch so sagen. Denn es ist definitiv beim Modding zu merken, wenn der Computer schneller ist, kannst du schneller modden. Das ist gar keine Frage. Man speichert die Map oder Mod, speichert man viel schneller mit dem Giants Editor. Du musst nicht lange warten, das ist in kürzester Zeit, zack, du drückst drauf, ist es gespeichert. Du musst dich nicht hinsetzen, wie es bei dem alten Rechner zum Beispiel noch war, und wartest erstmal teilweise 30 Sekunden, bis dann die Map gespeichert ist. Dann verpackst du das Ganze wieder im Mod-Ordner und so weiter. Das dauert, umso schlechter der Computer, umso länger dauert dieser Vorgang. Dann startest du den Landwirtschaftssimulator. Umso schlechter der Computer, umso langsamer startet der Landwirtschaftssimulator. Dann lädst du deinen Spielstand. Gleiches Thema, ne? Umso schlechter der Computer, umso länger dauert es auch, deinen Spielstand zu laden. Und erst dann kannst du den Test vornehmen von dem, was du gerade geändert hast. Und dann merkst du, ah, funktioniert doch nicht. Ich will das noch ein bisschen weiter nach links haben oder ein bisschen weiter nach rechts haben. Oder hier muss noch ein bisschen was geändert oder da. Also zurück. Wieder ein Giants Editor, wieder was ändern, wieder, ne? Und so weiter. Diese ganze Kette nochmal von vorn. Und ja, nur deswegen möchte ich eben auch einen neuen Rechner haben, weil es einfach mehr Spaß macht, wenn es schneller geht. Und nicht nur mehr Spaß, es ist ja auch, ne, man selber kommt schneller auf die Map. Ihr habt die Möglichkeit, auch wahrscheinlich schneller wieder auf eine NF Marsch zu kommen oder auch bei anderen Mod-Maps, wie auch immer. Das ist bei allen. Wenn die Technik ein bisschen schneller ist, kann man einfach schneller arbeiten, das ist so. Wie gesagt, Gigabyte ist bei mir raus, die würde ich nicht kaufen. Moin moin, moin moin, danke fürs Einschalten, seid gegrüßt, du Leute. Und danke für den Follow, moin moin. Da sind aber die Taktraten unterschiedlich. Heißt? Eine 4090 würde ich halt nicht kaufen, nein. Gar keinen Fall, brauche ich eine. Was soll man mit einer 4090 im Landwirtschaftssimulator? Macht das überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, du könntest bei einer 4090, könntest du wahrscheinlich auf die Sichtweiten-Einschränkung komplett verzichten, weil da einfach so viel Arbeitsspeicher hat, dass du, ne, theoretisch könntest du alle Objekte, die es auf der Karte, glaube ich, gibt, mit unbeschränkter Sichtweiteneinstellung darstellen lassen. Und das, was ich damit meine, ist eigentlich, wenn wir jetzt in die Ferne gucken, sehen wir ja nicht mehr besonders viel. Und weil jeder Baum, den ihr seht, hat ja eine Distanzdarstellungseinstellung. Ich sag mal, so einen Baum sieht man als Beispiel, ich habe den Meter jetzt nicht genau im Kopf, aus 600 Meter Entfernung. Das ist eine Grundeinstellung. Das heißt, wenn du jetzt 601 Meter entfernt stehst von diesem Baum, dann ist er nicht mehr zu sehen. Dann lädt die Grafikkarte das halt auch nicht mehr mit. Und dann gibt es noch eine unterschiedliche, einmal ist es praktisch das Objekt detailliert und einmal ist es das Objekt in weniger detailliert. Auch das sind unterschiedliche Einstellungen, was für die aktuelle Grafikkartengeneration ja auch Sinn macht. Aber wenn du an eine 4090 denkst, dann bräuchtest du, glaube ich, diese Geschichten nicht mehr. Ultman Farming, vielen Dank für deinen Sub, vielen Dank fürs Reinschalten und moin moin. Und dann sind wir erstmal am Ende. Vielleicht machen wir in der nächsten Runde noch weiteren Computer-Talk. Bis dann, vielen Dank und tschüss.